Seid gegrüßt, meine Freunde, zu diesem wirklich spontanen Video. Während ich gerade meinen Kaffee getrunken habe, dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Labervideo und erzähle euch mal über dies und das. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob euch sowas überhaupt interessiert. Und zwar möchte ich euch an meinem Leben etwas mehr teilhaben lassen. An den ganzen Dingen, die so neben der ganzen E-Bike-Videos und Fahrradwohnwagen und so weiter Videos nebenher laufen. Ja, ist ja einiges hier zu tun bei mir auf dem Grundstück. Und ich habe ja immer so gewisse Flausen im Kopf, die ich so nach und nach umsetzen möchte. Gleichzeitig könnte ich ja in diesen Videos auch immer so ein bisschen ankündigen, wie es so weitergeht, welche Videos geplant sind, also welche Themen mich gerade so bewegen. Da mache ich natürlich dann immer Videos dazu. Ja, deswegen schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf solche Videos habt, dann könnte ich das ja, sagen wir mal, einmal im Monat unregelmäßig mal machen. Ja, ich bin jetzt nämlich hier hinten auf meinem Grundstück. Ich wollte zwar heute ein E-Bike-Video drehen, weil das Wetter so geil ist, aber irgendwie bin ich gerade sehr motiviert aufzuräumen. Ja, ihr hört richtig, ich räume auf. Und zwar ist das ja so bei mir, ich tue mich immer schwer, Ordnung zu halten. Und das stört mich total. Also schon seit längerem stört mich das, dass ich hier auf meinem Grundstück, welches ich ja 2014 gekauft habe, für relativ wenig Geld, aber ich hatte hier halt gewisse Umstände, also die Vorbesitzer hatten noch Bleiberecht, haben noch das Wohnhaus bewohnt und sowas. Und hier ist auch sehr viel Zeug von den Vorbesitzern, was ich noch entsorgen muss, viele Baustellen und so weiter. Ja, deswegen habe ich relativ wenig bezahlt. Aber ich habe das 2014 gekauft und dann hatte ich immer wieder neue Ideen, was ich hier machen könnte. Über meinen YouTube-Kanal JP's Abenteuerhof, da hieß am Anfang gar nicht so, aber irgendwann schon, wollte ich eigentlich sowas wie einen Abenteuerhof machen, deswegen der Name. Und zwar mit verschiedenen Tierbereichen mit Übernachtungsmöglichkeiten. Da hatte ich so viele Ideen und die ein oder andere Idee auch schon ein bisschen umgesetzt, aber alles improvisiert, was natürlich auf Dauer doof ist. Aber grundsätzlich ist dieser Gedanke immer noch in meinem Kopf verankert. Ziel war es nämlich, also gedanklich, dass ich irgendwann mal nicht mehr auf Montage fahren muss, wie ich das ja jetzt über 10 Jahre gemacht habe, als Blitzschutzanlagenprüfer, sondern hier in meinem eigenen Reich hier sozusagen meine Sachen, also mein Geld verdiene, ja, mit gewissen Aktivitäten. Ich habe da eine Schreinerwerkstatt eingerichtet, habe da Kaninchenställe gebaut und so, mache ich nach wie vor. Ja, und dann habe ich hier dieses Kaninchengehege gebaut, wie ihr seht, und da befindet sich ja ein Hotelzimmer drin. Also da kann man übernachten, zu zweit aktuell. Ja, und das ist natürlich cool. Aber jetzt ist es so, es hat sich natürlich einiges geändert aufgrund meines E-Bike-Camping-Kanales. Der hat nämlich meinen Hauptkanal, JP's Abenteuerhof, überholt. Vor geraumer Zeit. Und tatsächlich ist es mir mit diesem Kanal gelungen, zumindest in den letzten 3 Monaten, so viel Geld zu verdienen. Also nicht unbedingt über die Werbung, aber über das, was da dran hängt. E-Bikes und so, Kooperationen, dass ich halt nicht mehr auf Montage fahren musste. Und das Coole dabei ist, ich habe jetzt dadurch mehr Zeit, mich tatsächlich mal um die Projekte hier zu kümmern, die schon seit Jahren ausstehen sind und ich vor mir herschiebe. Ja, wenn das weiter so geht und ich weiterhin quasi über YouTube oder meine unternehmerische Tätigkeit oder Selbstständigkeit mein Geld verdiene, dann habe ich große Hoffnung, dass das tatsächlich hier irgendwann mal vorzeigefähig wird und auch für Besucher, also vielleicht auch für dich, ja, nutzbar ist. Also mein Ziel ist, jetzt will ich mal erklären, was ich jetzt gerade mache, aufräumen. Aufräumen ohne Ende. Die nächsten Wochen, oder ich habe jetzt schon die letzten Wochen immer mal wieder aufgeräumt, Räume entkernt und so weiter, Zeug weggebracht, Müll entsorgt. Und das mache ich jetzt hier überall, Schritt für Schritt, immer weiter. Und dann soll hier oben in diesem Bereich, wo mein Kaninchengehege ist und hier hinten eigentlich der Pferdebereich war, Betonung auf war, denn meine Pferde sind hier oben so gut wie gar nicht. Die stehen immer auf einer riesengroßen Wiese da unten. Da habe ich auch so einen Unterstand hingebaut. Und ja, ich habe die hier selten hier oben. Ja, und deswegen habe ich das jetzt hier weggerissen. Und hier soll ein kleiner Übernachtungs-Campingbereich sein. Und zwar mit einem Stellplatz für ein Wohnmobil. Genau. So, ich hatte ja immer mal Gäste schon, die auch mit dem Wohnmobil angereist sind. Aber das konnte man nur improvisiert da oben irgendwo hinstellen. Und hier hinten will ich dann quasi eine gerade Fläche, ebene Fläche hinbauen und in dem Bereich sollen dann auch Zelte stehen können. Ja, da wird es immer wieder neue Projekte geben, wie zum Beispiel auch meine Sitzgelegenheit mit Überdachung oder so, die ich dann irgendwie hier hinstelle und ja, viele, viele andere Ideen. Der Nachteil ist, dass wenn ich das jetzt hier alles mache und auch die nächsten Tage und Wochen immer mal wieder so Aufräumaktionen starte,
dass ich dann halt keine Videos für YouTube drehen kann. Bin ich wieder so im Zwiespalt. Ich würde ja am liebsten so alle zwei Tage spätestens mal ein Video hochladen, auch mal wieder raus, ein paar Videos machen. Diese Woche wollte ich mit dem Packraft mal wieder eine schöne Seeerkundung machen, am liebsten doch mit Übernachtung, aber das sind dann halt immer zwei Tage, die weg sind, noch einen dritten Tag Video bearbeiten und dann sind drei Tage futsch wegen einem Video. Und das ist halt immer, steht im Konflikt mit dem Ganzen hier, was ich hier vorhabe. Zumal, wer meine Videos kennt, weiß ja, es kommt bald Halloween und zu Halloween habe ich vor, einen Halloween-Gruselparcours zu bauen. Ja, ich verfüge über die Jahre zusammengekauft, über, glaube, 15 Animatronics, also Geisterbahnfiguren, die auch wirklich was machen, so mit Bewegung und alles. Teilweise haben die auch viel Geld gekostet, habe ich mir immer mal, wenn ich Geld hatte, mir eine gekauft. Und da unten gibt es ganz viele alte Nebengelässe. Die will ich halt auch aufräumen und da wird mein Halloween-Parcours reingebaut. Das ist allerdings sehr abschweifend von dem eigentlichen Kanalthema. Hier geht es ja um E-Bikes, Camping und Packraft, also eigentlich Kajaktouren, aber die Kajaks werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Falls jemand Interesse an einem Kajak hat, ne, kann er sich bei mir melden, weil ich werde in Zukunft mit den Packrafts weiterhin Videos drehen und die Kajaks geraten immer mehr in den Hintergrund. Ja, und dieses Thema mit den Aufräumen und hier umbauen und so, das ist halt eigentlich nicht Thema dieses Kanales. Und auch das mit den Halloween, das würde wahrscheinlich zu wenig von euch interessieren. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch hier auf diesem Kanal nicht hochladen, aber demnächst mal wieder ein neues Video auf meinem Shabys Abenteuer-Kanal zu diesem Thema erstellen. Wenn euch das quasi interessiert, dann ja, wäre es vielleicht geschickt, meinen Shabys Abenteuer-Kanal auch zu abonnieren. Da kommt zwar gerade nicht so viele Videos, weil ich halt einfach die Zeit nicht habe, aber in Zukunft werde ich dann natürlich auch wieder Videos hochladen. Ja, das wollte ich euch ja einfach mal sagen in diesem kurzen Video. Und allgemein habe ich auch vor, wo ist er denn? Da steht, glaube ich, vorne. Eigentlich schon letzte Woche, aber wahrscheinlich erst Ende dieser Woche, den Robert-Trailer endlich anzufangen, umzubauen als Fahrradcamper. Material habe ich schon großteils gekauft. Dann habe ich meine Lastenfahrrad-Disco-Anlage. Ja? Da ist spontan mir in den Sinn gekommen, dass das Ganze auch nicht so richtig rund läuft. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Lastenfahrrad-Disco-Anlage, die ist so schwer, inklusive allen drum dran, dass ich damit nicht wirklich aktiv sein kann. Denn diese Disco habe ich ja gebaut, nicht nur fürs Fahrradwohnwagentreffen, sondern dass ich sie auch ab und zu mal verleihen kann. Und ich habe auch immer mal wieder Nachfragen diesbezüglich bei irgendwelchen kleinen Festen. Ja, aber ich kann das Ding nicht rausgeben, weil es ist zu gefährlich. Wenn man damit fährt und keine Ahnung hat oder da einfach die Erfahrung fehlt, besteht das Risiko, dass man da einen Unfall baut oder dass das Ding kippt oder sowas. Das ist ziemlich groß. Und deswegen will ich das nochmal neu bauen. Habe ich mir jetzt ganz spontan überlegt. Und zwar anstelle der drei großen Boxen, die da drin sind, kommt eine richtige gute Box rein von Teufel. Habe ich mir schon bestellt. Und das will ich demnächst auch nochmal komplett neu bauen. Somit haben wir dann beim Fahrradwohnwagen-Treffen eine neue Musikanlage, die auch, denke ich mal, noch besseren Sound hat. Das ist alles diesen Monat geplant. Beziehungsweise diesen und nächsten Monat. Also aufräumen hier, da werde ich jetzt wenig Videos machen, beziehungsweise gar keins, wenn dann auf meinem JP's Abenteuerhof-Kanal. Dann mal wieder raus vor Videos, ein paar E-Bikes habe ich noch da zum Vorstellen. Richtig coole E-Bikes teilweise. Habe auch schon ein paar Videos gemacht, die kommen aber erst im Oktober online. Dann habe ich so einen richtig krassen Scooter. Also ich habe sogar drei Scooter, aber einer ist richtig krass davon. Der hat nämlich fast 6000 Watt. Ihr hört richtig, 6000 Watt. Und fährt 85 km/h. Echt krank, also wirklich krank. Ich bin mit dem Teil hier schon ein paar Mal auf Privatwegen gefahren und müsst euch auf jeden Fall anschauen. Die anderen zwei Scooter, die habe ich noch nicht mal ausgepackt. Ich weiß gar nicht, ob sie Straßen zugelassen sind, aber einer glaube ich davon schon, der andere nicht ganz. Ja, und dann gibt es halt schon wieder neue E-Bikes, die unterwegs sind. Ich freue mich da auch riesig, dass das so funktioniert, also mit den E-Bikes. Ich mache erstens die Videos wirklich total gern. Das ist Punkt 1. Und zweitens verkaufe ich die in der Regel für 40% unterm Neuwert. Also wenn ihr mal so ein E-Bike-Video seht und an diesem Fahrrad interessiert seid, könnte es sein, dass ich das verkaufe, nachdem ich das Video erstellt habe. Ja, und damit halt bezahle ich meine Rechnung aktuell. Das ist sozusagen mein Einkommen, was ich momentan verdiene, um über die Runden zu kommen. Habe auch noch einiges her abzuzahlen, gerade die Maschinen und so. Also es ist einiges an Geld, was ich monatlich brauche. Ja, und nebenbei baue ich halt noch keine Schnittstelle. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Also nebenbei baue ich Kaninchenställe. Hier ist ja mein Mustergehege. Mein Online-Shop ist schon wieder fast alles ausverkauft. Aber mich besucht ja zum Glück der Matthias, Therapeut on Tour, der ja jetzt noch in Südamerika ist. Und der will mich dann über den Winter ein bisschen unterstützen, mit mir zusammen ein paar Ställe auf Vorrat bauen. Ja, ihr seht das jetzt hier so, wie das aussieht, alles im Hintergrund.
irgendwie nicht schön. Alles so zugestellt, zugebaut. Und das soll halt irgendwie schön werden. Ja? Ich meine, ich habe das jetzt hier alles ein bisschen vorgerückt, damit ich an den Zaun rankomme, der dahinter noch war. Aber ihr seht ja, ich habe jetzt wirklich viel Fläche. Und es wäre ja eigentlich schade, wenn ich diese Pferdekoppel, die da jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren da ist, gar nicht richtig benutze und die Fläche verloren geht. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Deswegen habe ich das jetzt weggerissen und werde das, wenn ich die Pferde hochhole, nur mit einem Elektrozaun einzäunen. Den kann ich jederzeit wieder wegbauen. Und somit kann ich die Fläche komplett nutzen für Camping, für Gäste und so weiter. Ich habe da ganz viele Ideen. Auf die Appe kommt ja auch dieser Aufbau drauf. Und das steht dann natürlich hier überall rum. Und man kann dann auch mich besuchen und sagen, ich möchte gerne mal in der Appe in diesen Aufbau eine Nacht verbringen. Auch bei den Fahrradwohnwagen ist es ja möglich, dass man mich besucht. Und dann hier eine Probenacht schläft im Fahrradwohnwagen oder so. Bei One Night Tent bin ich auch angemeldet. Wenn man hier als Durchreisender mit einem Zelt vorbeifährt, kann man hier auch übernachten. Da hatte ich schon zig Gäste da, die das ausgenutzt oder genutzt haben. Ausgenutzt nicht, ich mache es ja gern. Ja, gut. Ich glaube, ich will ja auch gar nicht so viel das Video in die Länge ziehen. Es reicht ja, wenn ich quasi nur ein kurzes Update gebe, damit ihr Bescheid wisst. Und im nächsten Update, vielleicht nächsten Monat um dieselbe Zeit, ne, nur 30 Tage später quasi, werde ich vielleicht nochmal ein Update machen, dann seht ihr das, wie das hier so aussieht. Ja, hoffe ich doch, dass sich dann der Zustand verbessert hat und dass ich nicht irgendwie die Motivation zwischendurch verloren habe. Jetzt werde ich das Video beenden an der Stelle. Ihr könnt es heute Abend sehen. In der Zwischenzeit baue ich hier schon mal weiter. Oder räume mehr auf. Es ist ja wenig bauen, es ist ja eigentlich aufräumen. Genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.